Eine Woche vor der Europawahl kommt der Dialog diesmal aus Brüssel und mein heutiger Gast ist das Gesicht Europas in der ARD. Rolf-Dieter Krause ist mit einer längeren Unterbrechung von 6 Jahren seit 1990 Korrespondent für das Erste hier in Brüssel. Stimmt. Schön, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Herzlich willkommen. Ja, wir sind hier auf dem Dach des Studios der ARD hier in Brüssel. Da haben wir die Technik, vielleicht nicht ganz so interessant. Aber hinter uns, da schlägt das Herz Europas. Richtig, wir haben dort das Europäische Parlament mit vielen Gebäuden. Das ist ja wie eine Trutzburg da drüben, die Sitzungssäle, da die Büros der Abgeordneten, die im Moment leer sind, aber bald wieder gefüllt werden. Hier auf der anderen Seite befindet sich der Ministerrat, die zweite mächtige Institution, die Kommission als dritte hinter dem Gebäude ein bisschen verdeckt. Da die deutsche Botschaft, viele Botschaften um uns rum. Wir mittendrin, heftig umzingelt, aber wir können uns auch ganz gut wehren. Und wir wollen heute versuchen, mit Ihrer Hilfe dieses komplexe Gebilde EU ein bisschen besser zu verstehen. Wir wollen Bilanz ziehen, was hat uns Europa gebracht und wo läuft dann doch einiges schief. Gern. Herr Krause, für viele Bürger ist Brüssel der Inbegriff all dessen, was schiefläuft. Zentralistisch, bürokratisch, zu teuer. Warum hat Europa gerade so einen schweren Stand? Na gut, daran haben deutsche Politiker kräftig mitgewirkt, die alles, was schwer ist, gerne nach Brüssel schieben und alles, was toll läuft, gerne auf ihr eigenes Konto buchen. Das ist immer schon falsch gewesen. Wenn man genau hinguckt, dann haben auch deutsche Politiker aus den Landtagen, aber vor allem aus dem Bund, immer wieder Dinge, an die sie sich selbst nicht herantrauten, nach Brüssel geschoben, damit das von hier kommt. Nehmen Sie mal so ein Beispiel wie die Glühbirnenverordnung, über die gerade im Wahlkampf mächtig gespottet wird. Das war eine Idee der deutschen Bundesregierung, mit der ist sie hier zur Kommission gegangen, weil man Umweltschutz machen wollte, weil man sagte, wir wollen weniger Energie verbrauchen. Und das muss man natürlich irgendwann auch konkret machen. Und dann kam es von hier und jetzt beömmelt sich jeder. Dieses ist ein Spiel, das sehr schändlich ist. Viele Politiker in Deutschland haben mir früher schon gesagt, die in Brüssel müssen ja nicht gewählt werden. Jetzt müssen sie gewählt werden und jetzt schlägt es ihnen auf die Butterseite. Gut, das mit den Glühbirnen, das würde ich gerne mal aufgreifen. Das ist der Inbegriff für diese Regulierungswut hier in Brüssel. Jetzt sagen Sie, das fordern in Wirklichkeit die Mitgliedstaaten, aber Brüssel müsste ja nicht mitmachen. All das, was wir da kennen, die Vorschriften über die Gurkenkrümmung, über die Länge der Bananen, die Leitfähigkeit des Honigs oder das Verbot von Ölkännchen. Das mit den Bananen gab es nicht, das mit den Ölkännchen wird es nicht geben, weil man sich hier gewehrt hat. Aber wir haben da eine gewisse Widersprüchlichkeit. Wir sagen einerseits, die EU soll für Umweltschutz zuständig sein. Dazu gehört, dass man mit Energie sparsamer umgeht. So, das muss man aber irgendwann auch mal konkret machen. Da kann man nicht nur sagen, ja, spart alle hehre Appelle an die Bevölkerung und so weiter, sondern irgendwann muss man mal was sagen. So, und dann hat man eben damals gesagt, diese Energiesparlampen, die wollen wir jetzt einführen. Die erste Generation der Energiesparlampen war wahrscheinlich Quatsch, aber die nächsten sind ja besser geworden. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, eine Kaffeemaschine soll den Kaffee nicht länger als 40 Minuten wärmen, wenn er da auf der Platte steht. Ja, Mai, Sie trinken den Kaffee ohnehin nicht mehr nach 40 Minuten. Der schmeckt einfach nicht. Den gießen wir weg. Wenn der Kaffee aber eine Stunde auf der Warmhalteplatte steht, ist es pure Energieverschwendung. So, damit die Hersteller das machen, sie machen es nicht von alleine, braucht man manchmal ein bisschen Druck durch Gesetze, durch Politik. Das machen sie hier. Und kaum machen sie das, was alle wollen, nämlich für weniger Energieverbrauch sorgen, für mehr Umweltschutz, dann mosert man sagt, die regulieren alles. Das ist ein bisschen widersprüchlich. Ja, aber offensichtlich sind ja die Bürger all dieser Regulierungsorgien dann doch überdrüssig. Schauen wir uns jetzt mal den Wahlkampf an. Da ist Martin Schulz, der Präsident des EU-Parlaments, das ja all diese Regeln beschlossen hat und sagt jetzt auch im Wahlkampf, ja, wir brauchen weniger Regulierung. Da gibt es den Edmund Stoiber, der hat extra den Job Bürokratieabbau. Aber es kommen immer wieder neue Regelungen. Ja, es gibt auch Unsinn, der hier gemacht wird. Also das zum Beispiel, sag mal ein praktisches Beispiel mit der Gefahr, mich in die Nesseln zu setzen. Man kann für eine Frauenquote sein, man kann gegen eine Frauenquote sein. Aber man muss nicht für dieselbe Frauenquote in ganz Europa sein. Das kann in Finnland durchaus anders sein als auf Malta, in Portugal anders als in Bulgarien. Da geht nichts schief, da kommt kein Sand ins Getriebe, wenn man das den Ländern überlässt, dass sie das so regeln, wie sie es wollen. Trotzdem hat die Kommission hier
verzweifelt versucht, eine Einheitsquote für ganz Europa festzusetzen. Da muss man auch reingehen. Natürlich ist hier auch Unsinn reguliert worden. Aber es gibt Dinge, die sind manchmal vernünftig. Und wir sagen ja auch beim Straßenverkehr nicht, dass der ADAC bestimmen soll, wie wir uns da untereinander verhalten, sondern wir haben Regeln dafür. Und nehmen Sie mal die berühmte Verordnung mit dem Krümmungsgrad der Gurke, die abgeschafft worden ist. Ja, das war eine ganz vernünftige Regelung, weil nämlich, wenn die Gurke sich nicht stärker krümmte, passten 15 in eine Normkiste. Von den Normkisten passte eine Zahl, die ich nicht mehr weiß, auf eine Europalette, so hieß die auch noch. Und wenn also der Gemüseimporteur in Köln in Spanien eine Palette Gurkenhandelsklasse 1 bestellte, dann musste er nicht zählen, sondern er wusste, wie viel er kriegte und konnte kalkulieren. War das falsch? Nein, es war vernünftig. Und jetzt ist es abgeschafft, aber der Handel macht es auch ohne, genauso wie vorher. Gut, dieses Kapitel Regulierung, Regulierungswuthaken. Es gibt die natürlich manchmal hier, ja. Das ist doch klar. Aber manches ist bei näherem Hinsehen nicht ganz so blöd. Einverstanden, haben wir jetzt gelernt. Zweiter Vorwurf, Europa sei undemokratisch. Das wird in aller Regel mit drei zentralen Argumenten belegt. Ich versuche die mal, würde sie gerne mal mit Ihnen erörtern. Das erste, in einer Demokratie muss jede Stimme gleich viel wert sein. In Europa wählen 800.000 Bürger in Malta 6 Abgeordnete, 800.000 Bürger in Deutschland nur einen. Das ist eine Ungerechtigkeit, die besteht, aber für die gibt es einen Grund, den ich nicht so ganz falsch finde. Es stört mich auch, dass das nicht so die alte Regel, ein Mensch, eine Stimme, dass die hier nicht so ganz gilt. Wenn man das so machen wollte, jede Stimme zählt gleich, dann könnte Malta gerade einen Abgeordneten stellen von einer Partei. Aber so einfach ist das politische Leben auch auf Malta nicht. Also hat man gesagt, die kleinen Länder sollen alle mindestens 6 Abgeordnete stellen können, damit sie ein bisschen auch die Vielfalt des Landes abbilden können im Europäischen Parlament. Wenn man jetzt sagen würde, wir würden dann proportional in Deutschland genauso viel Abgeordnete haben wie in Malta, dann hätten wir da drüben nicht über 700 Abgeordnete, sondern ungefähr 2000. Das wäre der große Volkskongress. Ich glaube, das fänden Bürger noch blöder und würden erst recht sich darüber mokieren. Also man hat versucht, einen Kompromiss da zu finden, den wir übrigens in Deutschland auch kennen. Im Bundesrat haben die Bundesländer auch nicht Stimmen genau exakt nach ihrer Bevölkerungsgröße, sondern das hat man in Gruppen eingeteilt, dass man ungefähr eine Proportionalität hat. Aber ganz genau stimmt die da auch nicht. Nächster Punkt. Eine wirkliche Demokratie kann nur funktionieren, wenn es eine breite gemeinsame öffentliche Debatte gibt. Insbesondere, wenn man wichtige Dinge entscheidet, wie eine gemeinsame Währung oder eine Frauenquote, wie angesprochen. In Europa kann es schon deswegen keine gemeinsame breite öffentliche Debatte geben, weil es keine gemeinsame Sprache, keine gemeinsamen Medien gibt. Das stimmt, das ist in Europa schwerer. Ich behaupte aber, wir haben in Deutschland auch nicht immer eine deutschlandweite Debatte. Wenn es um die Hochseefischerei geht, dann interessiert das in Bayern wahrscheinlich niemanden. Und wenn es um die Probleme von Bergbauern geht, wird man in Schleswig-Holstein eher auf Langeweile stoßen. In Europa ist das eine Problem die Sprache. Andererseits muss man sagen, wenn wir ein großes Thema haben, also die Beteiligung der europäischen Länder am Irakkrieg zum Beispiel oder die Eurokrise, dann merkt man, das wird überall in Europa diskutiert. Und dann hört man auch anderen zu. Also was Frau Merkel oder Herr Schäuble sagen, ist in Portugal, Spanien, Griechenland schon sehr deutlich wahrgenommen worden. Was ein Problem ist, den Ball spiele ich gerne an die Politik zurück. Wir als Journalisten haben oft Schwierigkeiten, ausländische Politiker vor unsere Kameras und Mikrofone zu bekommen. Frau Merkel war nicht ein einziges Mal in Griechenland, um dort öffentlich zu den Griechen zu sprechen. Etwa sich im Fernsehen befragen zu lassen. Ein großer Fehler in meinen Augen, der dazu geführt hat, dass dort jetzt eine antideutsche Stimmung besteht, die wir nicht verdienen und die auch falsch ist. Aber das haben wir mit verschuldet. Also ich glaube, dass die Kommunikation in Europa, da wir nun mal miteinander zusammenhängen, dass die intensiver über Grenzen gemacht werden muss. Aber die Politiker denken immer nur an ihre Wähler und nur zu denen wollen sie sprechen. Bei dieser Wahl gibt es jetzt eine entscheidende Neuerung. Es gibt europaweite Spitzenkandidaten. Das könnte ja eine europaweite Debatte befördern. Schauen wir mal die zwei aussichtsreichsten Kandidaten an. Schulz für die Sozialdemokraten und Jean-Claude Juncker für die europäischen Volksparteien. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende wirklich einer von den beiden auch Chef der EU-Kommission wird? Ja, das ist eine spannende Frage, weil eigentlich war das klar, dass einer von den beiden dann
Chef der EU-Kommission werden soll, denn wofür sind Sie sonst Spitzenkandidaten? Die Vertragslage, also die Verfassung Europas, gibt das nicht ganz her. Ne? Da müssen die Staats- und Regierungschefs einen Vorschlag machen, den müssen sie nach Konsultation mit dem Europäischen Parlament machen und im Lichte des Wahlergebnisses bei der Europawahl. Aber sie sind frei, einen Vorschlag zu machen. Also die könnten schon noch einen dritten oder vierten aus der Tasche ziehen. Können sie theoretisch machen. Ich komme gleich dazu, warum nicht. Und das Europaparlament muss dann diesem Vorschlag zustimmen oder kann ihn aber auch ablehnen. Die Spitzenkandidaten, das ist die Rechtslage. Politisch sieht das ein bisschen anders aus. Auch Frau Merkel, auch Herr Hollande haben die Spitzenkandidaten in ihren Parteienfamilien mitbenannt. Und die Spitzenkandidaten haben immer gesagt, für das Amt des Kommissionspräsidenten. Frau Merkel hätte sich gegen die Nominierung eines Spitzenkandidaten wehren müssen, wenn sie das nicht gewollt hätte. Und jetzt kann sie doch nicht nach der Wahl zu den Wählern gehen und sagen, April war ein netter Versuch. Ich habe den zwar mitgewählt, den Juncker als Spitzenkandidat, aber jetzt hat er vielleicht nicht die Mehrheit oder im Parlament haben sie sich auf Schulz verständigt und jetzt gilt das alles für mich nicht. Also so kann man doch mit Wählern nicht umgehen. Deswegen glaube ich, es wird nach der Wahl nochmal sehr spannend werden. Ich glaube, dass die Staats- und Regierungschefs versuchen werden, jedenfalls einige, auch die Bundeskanzlerin, dieses nochmal alles zu durchkreuzen. Es wird sehr vom Parlament abhängen, ob es das mitmacht. Und nach dem, was ich aus dem Parlament höre, von den jetzigen Abgeordneten, werden die den Staats- und Regierungschefs dann schon zeigen, dass das so nicht geht. Also wenn Sie recht haben, dann macht es Sinn, uns die beiden mal ein bisschen genauer anzuschauen. Wofür stehen die beiden? Sie sind in den inhaltlichen Positionen gar nicht so weit auseinander. Ein Christdemokrat in Luxemburg, der da aus der Stahlgegend kommt, wie Jean-Claude Juncker, der hätte bei uns wahrscheinlich auch einen guten Sozialdemokraten abgegeben. Und Martin Schulz, der ist Sozialdemokrat, aber der weiß auch, dass Arbeitsplätze nicht geschaffen werden können, wenn die Wirtschaft nicht brummt. Er kennt sich in Europa glänzend aus. Ich finde eigentlich, der spannende Unterschied zwischen den beiden ist ein anderer. Jean-Claude Juncker wäre wieder ein ehemaliger Regierungschef, der dann Kommissionspräsident wurde. Das ist ein Modell, das in den letzten Jahren auch von den Staats- und Regierungschefs immer gewollt wurde. Nicht? Barroso war Regierungschef in Portugal, sein Vorgänger Prodi in Italien, davor Santer war auch Luxemburger und dann hatten wir schon mal Gaston Thorn. In meinen Augen waren das aber nicht die besten Besetzungen für das Amt des Kommissionspräsidenten. Für mich wäre es sehr spannend, wenn jetzt mal ein Parlamentarier in dieses Amt käme, der so wie im Deutschen Bundestag ja auch, die Kanzler sind meistens vorher Parlamentarier gewesen, der also doch mit ein bisschen mehr Bodenhaftung in dieses Amt kommt. Wenn man Schulz zuhört, dann weiß er schon, dass Europa den Bürgern mehr entgegenkommen muss. Die haben hier in Brüssel immer gedacht, das sei eine Frage der Information, die Leute müssten nur mehr wissen, dann würden sie Europa schon lieb haben und die Kommissionsbeamten auch und so weiter. Das ist natürlich Unsinn. Schulz weiß, dass dieses Europa den Bürgern entgegenkommen muss, auch übrigens, indem es auf manche Regelungen verzichtet. Der Kommissionspräsident kann sich seine 27 Kommissare nicht aussuchen. Richtig. Welche Macht hat er wirklich? Er hat weniger Macht als ein Bundeskanzler. Er ist, wie man so schön sagt, primus inter pares, also erster unter Gleichen. Er kann die Ressorts zuteilen, die jeder Kommissar wahrnimmt, wenn die neue Kommission gebildet wird. Aber auch das macht er natürlich nach Konsultation mit den Regierungschefs der entsendenden Staaten. Die passen da schon drauf auf, vor allem die Großen, dass da ihr Kommissar nicht mit irgendeiner unwichtigen Aufgabe abgespeist wird. Und ansonsten ist er einer, der große Überzeugungsarbeit leisten muss, der aber anregen kann, der Initiativen ergreifen kann. Die Kommission ist in der europäischen Politik das einzige Organ, das das Recht hat, Gesetzesinitiativen zu ergreifen. Das ist ein Recht, das das Europäische Parlament nicht hat, anders als der Bundestag. Da ist es wirklich mal schwächer, bei anderen Fragen ist es stärker. Der Kommissionspräsident spielt schon eine wichtige Rolle, auch als das Gesicht Europas, und er kann den Ton in der Kommission bestimmen. Also, auch wenn er nicht die Richtlinienkompetenz hat wie ein Bundeskanzler, also der Job ist nicht ohne. Jetzt haben Sie ja eindrucksvoll erklärt, welche Position der Kommissionspräsident hat. Trotzdem gibt es ja viele Leute, die sagen, die wahre Macht in Europa haben weder das Europaparlament noch die Kommission. Die wirklich wichtigen Entscheidungen fallen immer noch die Regierungschefs in ihren Nachtsitzungen.
Das gilt bei der Euro-Krise, weil da es um nationales Geld ging, um den Euro zu retten. Da war das so, da hat die EU eigentlich nicht viel dazu beizutragen gehabt. Aber ansonsten ist das ein Bild, das ein bisschen aus der Vergangenheit stammt. Inzwischen muss jedes Gesetz sowohl vom Ministerrat wie vom Europaparlament beschlossen werden. Das ist in Deutschland nicht anders. Der Bundestag beschließt auch nicht alleine. Da ist meistens der Bundesrat auch dabei. Kein Mensch käme auf den Gedanken zu sagen, der Bundestag hat keine Macht. Das Europaparlament hat da dieselbe Macht wie der Bundestag. Die Kommission hat aufgrund ihrer Monopolstellung beim Ergreifen von Initiativen Macht. Was sie nicht anleiern will, macht sie auch nicht. Aber natürlich sind die Staaten immer auch noch wichtig, das ist doch gar keine Frage. Aber das sind sie in Deutschland auch. Der Bundesrat ist auch eine Macht, eine leise Macht manchmal, aber natürlich auch eine Macht. Also gerade wir Deutschen müssen das System ganz gut verstehen, denn hier in Europa ist es ähnlich wie bei uns. Das, was wir am nächsten Sonntag wählen, ist das Europäische Parlament. Und deswegen schauen wir uns das jetzt mal ein bisschen genauer an. Gerne. All diese Gebäude hier um uns herum, das ist das Europäische Parlament. 751 Abgeordnete, das ist das größte Parlament der demokratischen Welt. Architektonisch, ich würde sagen, gewöhnungsbedürftig. Ja, kalt und windig und ist so diese französische Protzarchitektur. Aber gut, in Europa ist nicht alles nach deutschem Geschmack. Das ist auch in Ordnung so. Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa, hieß es mal, unfair der Satz, oder? Inzwischen ist er unfair. Also natürlich gibt es immer wieder Leute, die in Deutschland nicht so richtig eine Betätigung finden. Ich könnte mir vorstellen, dass ein ehemaliger Ministerpräsident von Niedersachsen, der jetzt kandidiert, auch so in diese Schublade gehört. Aber normalerweise sind das Leute, die bewusst sich für die Kandidatur fürs Europäische Parlament entschieden haben. Und viele würden in ein anderes Parlament gar nicht mehr wollen, weil sie als Einzelkämpfer hier im Parlament sehr viel mehr machen können, als zum Beispiel im Bundestag. Da ist man dann irgendwann Hinterbänkler, wenn man nicht zur Spitze gehört. Hinterbänkler muss man hier nie sein. Man kann auch als Einzelner in einer großen Fraktion sehr viel erreichen. Ist das Europaparlament schon so mächtig wie der Bundestag? Oder was fehlt noch, damit das Europaparlament so mächtig wäre wie der Bundestag? Ha, das ist zum Teil mächtiger als der Bundestag. Also, wo es nicht so mächtig ist. Das Europaparlament kann nicht entscheiden darüber, wo es tagt. Das konnte der Bundestag. Der hat Berlin beschlossen. Das Europaparlament bestimmt aber zum Beispiel mit über jeden Kommissar hier. Kein Minister in Deutschland muss sich erst einer Prüfung durch den Bundestag stellen. Hier im Europaparlament ist das so. Und in der Gesetzgebung gibt es überhaupt keinen Unterschied. Das Europaparlament ist so mächtig wie der Bundestag. Europakritische, gar europafeindliche Parteien werden bei dieser Wahl eine sehr große Rolle spielen. Mindestens in einer Handvoll Länder könnten europaskeptische Parteien zur stärksten Partei werden. In Frankreich, in Österreich, in den Niederlanden, in Großbritannien. Haben Sie eine Erklärung dafür? Na gut, diese Strömung gibt es ja auch in der Bevölkerung. Und insofern ist es prinzipiell eigentlich dann ganz okay, wenn diese Strömung auch im Parlament vertreten sind. Das gehört zur parlamentarischen Demokratie. Das Problem ist, dass wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass die Populisten, die Gegner etc., dass die eigentlich nicht an Lösungen interessiert sind, auch hier im Europäischen Parlament. Die halten ihre Rede und gehen dann wieder raus. Die hören auch nicht zu, die arbeiten auch nicht mit an Kompromissen. Hier müssen oft Kompromisse gemacht werden. Hier kann nicht einer seinen Kopf alleine durchsetzen, weder die Europagegner noch die Befürworter, sondern man muss dann sich konkret immer wieder zusammenraufen. Und daran beteiligen sie sich nicht. Und insofern sind es dann immer ein bisschen verschenkte Stimmen auch. Man hat halt Europa den Stinkefinger gezeigt, aber das ist es dann auch schon. Es gibt europaskeptische Parteien auf der Linken, Syriza in Griechenland zum Beispiel, vielleicht auch Grillo in Italien. Aber die Masse der antieuropäischen Stimmen wird sich auf der rechten Seite des politischen Spektrums sammeln. Front National in Frankreich, FPÖ Österreich, Wilders in Holland. Sind das alles ganz unterschiedliche Strömungen, Stimmungen, die man nur national erklären kann? Oder haben diese Parteien auch was Gemeinsames, einen gemeinsamen Nenner, gemeinsame Ziele? Manchmal gibt es Gemeinsamkeiten. Also zum Beispiel die Ausländerfeindlichkeit von Front National und von Wilders, die lässt die beiden auch ganz gut zusammenarbeiten. Aber in vielen anderen Fragen sind sie dafür nicht einer Meinung. Das wird eine der spannenden Fragen sein, ob die sich überhaupt zu Fraktionen zusammenschließen können. Man kann nicht einfach hier so eine Fraktion bilden, sondern das müssen Abgeordnete aus mindestens 7 Ländern sein. Die müssen ein Mindestmaß an Gemeinsamkeit
Krankheiten haben. Und das wird man sehen. Ich glaube, dass da die Unterschiede sehr groß sind. Das ist ja das Wesen der Nationalisten, dass sie immer ihre Brille nur aufhaben und die Brille der anderen gar nicht mal, nicht mal leihweise auf die Nase setzen wollen. Eine zwischenstaatliche Politik, eine Zusammenarbeit über Grenzen hinweg, egal wo, kann man aber nur machen, wenn man auch mal den Standpunkt des anderen einzunehmen versucht, wenn man sich auch in den Kopf der anderen zu versetzen versucht. Da ist dann die eigene Wahrheit immer nur die halbe Wahrheit, und die anderen haben auch eine Wahrheit. Und diesen Weg zu finden, der ist manchmal sehr mühsam, sehr schwierig. Daran beteiligen die sich aber nicht. Die glauben, dass es einfach geht. Meine Auffassung ist das nicht. Ich glaube, wenn die Nationalisten wieder das Schicksal unserer Länder bestimmen dürften, dann würden wir sehr schnell wieder da landen, was wir, sagen wir, 100 Kilometer westlich von uns besichtigen können. Da sind die Schlachtfelder von Flandern aus dem Ersten Weltkrieg. Und wer die mal gesehen hat, der hat, glaube ich, keine Lust auf eine Wiederholung. Jetzt kann man ja diese Wähler relativ schnell abtun und sagen, okay, das sind die Verlierer, das sind die ewig Gestrigen, die Fremdenfeindlichen. Aber man könnte ja auch mal versuchen, die ernst zu nehmen und sagen, okay, gibt es Dinge, Stimmungen, Ängste, Sorgen der Bevölkerung, die etablierten Parteien einfach negiert haben und die deswegen jetzt bei den Populisten landen? Natürlich, wir haben ja schon über dieses Spiel gesprochen, dass immer das vermeintliche Übel nach Brüssel abgeschoben wird und die Heldentaten sind dann immer im eigenen Land. Nicht? Ich glaube, kein bayerischer Ministerpräsident hat bisher der Versuchung widerstehen können, Brüssel als eine ganz düstere Kulisse zu zeichnen. Und vor der ist er dann die Lichtgestalt, nicht? Hell angestrahlt und der Held, der gegen Europa kämpft. Ein Quatsch ohnegleichen. Auch die Bayern gehen hier ganz, wenn sie dann arbeiten müssen, arbeiten sie völlig anders, als sie da vorher geredet haben. Natürlich gibt es Menschen, die spüren ein Gefühl der Fremdheit. Gucken Sie, wenn Sie eine Bundestagsdebatte hören, dann kann man Frau Merkel verstehen oder Herrn Gabriel oder die Oppositionspolitiker. Hier sprechen die meisten Leute nicht unsere Sprache. Das heißt, das wird übersetzt. Wir Journalisten müssen das übersetzen. Das ist nicht mehr so unmittelbar. Das ist schon eine Schwierigkeit, die ich auch ernst nehme. Nur ich weiß keine Lösung dafür. Die Alternative ist, dann wieder zu lassen und alleine zu machen. Also ich glaube, dass Deutschland alleine, selbst wie unser Land, nicht stark genug wäre, um zum Beispiel bei den Konflikten, die wir mit China haben, im Handelsbereich, im Industriebereich, wirklich Paroli bieten zu können. Was würde denn in Brüssel wirklich passieren, sollten die Rechtspopulisten jetzt triumphieren und, sagen wir mal, in 4, 5 Ländern stärkste Partei werden? Ich glaube, dass hier gar nicht so viel passieren wird. Es werden sich dann die anderen, die demokratischen Parteien, zusammenschließen, weil das Parlament muss auch arbeiten. Bei allem erwarten wir von Europa immer noch Lösungen. Wir haben die Eurokrise nicht überwunden. Wir sehen, dass wir mit der Ukraine Probleme haben. Unsere Wettbewerbsfähigkeit ist in ganz vielen Stellen in Europa nicht groß genug. Und das ist nicht nur eine Aufgabe der Nationalstaat. Das heißt, es muss gearbeitet werden. Und dafür müssen Gesetze gemacht werden. Und das werden dann am Ende die machen, die dazu bereit sind. Und deswegen denke ich, dass wir hier so eine Art große Koalition kriegen werden. Aber welche Politik die macht, das hängt dann eben auch vom Gewicht der einzelnen Parteien ab. Wenn man sich so darüber unterhält, was in Europa alles nicht so ganz rund läuft, da gerät man in Gefahr, dass man die großen Linien vielleicht verliert. Deswegen würde ich doch ein ganz zentrales Argument gerne aufgreifen. Wir haben fast 70 Jahre Frieden in Europa. Sie haben es auch gerade angesprochen mit den Schützengräben, die wir hier vom Zweiten und Ersten Weltkrieg beobachten können. Welchen Anteil hat Ihrer Ansicht nach die Europäische Union am Frieden in Europa? Ich glaube, es ist der Entscheidende. Als ich hier das erste Mal als Korrespondent hergekommen bin, habe ich mich nach einiger Zeit wirklich richtig erschrocken. Warum? Weil ich gemerkt habe, alles, was in Europa mal zu Kriegen geführt hat, ist immer noch da. Es ist nichts davon weg. Die Animositäten, die Fremdheiten, die unterschiedlichen Interessen, die geostrategische Lage. Der einzige Unterschied ist, dass wir das Schlachtfeld durch den Verhandlungstisch ersetzt haben. Den stellt die Europäische Union bereit. Und das ist, wenn ich ganz bescheiden bin, dann sage ich, alleine das, dass wir uns nicht mehr die Schädel einschlagen, sondern dass wir unsere Konflikte, die wir nach wie vor haben, dass wir die am Verhandlungstisch zivilisiert austragen, mit aller Härte, manchmal mit Wut, mit Zorn, mit Emotionen. Aber wir tragen sie am Verhandlungstisch aus. Und das ist ein so großer Fortschritt, der wäre sofort gefährdet und der wäre weg, wenn wir dieses aufgeben würden. Und ich weiß, dass viele sagen, das ist kein Argument mehr. Wir sehen,
Wir haben es in Ex-Jugoslawien gesehen, wir sehen jetzt in der Ukraine. Krieg ist nicht aus der Welt verschwunden, auch für uns nicht. Und Frieden ist keine Selbstverständlichkeit. Das Dumme ist, der Mensch nimmt Dinge, die er hat, gerne als selbstverständlich. Und die Dinge, die er nicht hat, die fallen ihm auf. Ich kann nur sagen, mal in Alternativen denken, mal sich wirklich überlegen, was wäre eigentlich. Wäre es eigentlich so schön, wenn wir an Grenzen wieder einen Pass zeigen würden? Aber vor allem, wie wollen wir unsere Konflikte austragen, wenn wir den Verhandlungstisch, der hier steht, nicht mehr haben? Das war jetzt ein sehr persönliches Plädoyer für Europa. Und ja, aber nicht für alles, was die hier machen. Im Grundsatz ja, ich bin für Europa, so wie ich für Deutschland bin. Aber ich gehe doch nicht vor Ehrfurcht in die Knie bei allem, was in Berlin passiert. Das tue ich auch hier auch nicht. Und wir gehen jetzt einen Kaffee trinken. Das ist super, genau. Ein sehr schöner Platz mit französischer Anmutung, viele Straßencafés. Man sagt, Brüssel hätte ein ganz besonderes Flair. Naja, hier wird Europa gelebt. Hier gibt es Menschen aus ganz, ganz vielen Nationen. Es ist eine der internationalsten Städte auf der Welt. Und das sieht man hier an diesem Platz immer, vor allem donnerstags abends. Dann sind hier hunderte junger Damen und Herren, die ausprobieren, ob man die Völkerverständigung nicht auch auf sehr persönlicher Ebene betreiben kann. Wir arbeiten hier im Europaparlament. Als Assistenten, als Praktikanten, teilweise auch in der Kommission. Ein sehr buntes Leben. Seit fast 20 Jahren leben Sie hier in Brüssel. Könnten Sie sich vorstellen, hier für immer zu leben? Nein, wenn ich Rentner bin, werde ich nach Berlin ziehen. Aber ich habe in dieser Stadt immer gerne gelebt, weil wenn man hier zu tun hat, dann kommt man mit den anderen Nationalitäten in Berührung und man wird gezwungen, ständig seinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Und man merkt dann, dass wir in Deutschland zwar schon ziemlich gut sind, aber erstens nicht immer und zweitens sind die anderen oft auch ganz gut. Und manchmal sind Dinge nur anders, aber nicht schlechter oder besser als bei uns. Gibt es auch was Sie vermissen, wo Sie sagen, da bin ich Deutscher, das fällt mir her? Ja, das Brot. Aber ich habe auf meinem Markt einen Brothändler, der holt das inzwischen aus der Eifel. Sie haben einen Tipp frei, wenn man als Tourist hierher kommt nach Brüssel. Was muss man auf jeden Fall gesehen haben? Man sollte sicherlich den alten historischen Markt sehen. Der ist so alt und so unzerstört. Das gibt es in Europa kaum noch irgendwo anders. Die Restaurants in der Nähe würde ich mir angucken, aber ich würde da nicht essen, sondern ich würde ein bisschen dann an den Rand der Innenstadt gehen. Da allerdings kann man hervorragend essen. Also die belgische Küche gehört für mich, sie ist eigentlich die beste der Welt, aber die Vielfalt, mit der man hier in Brüssel essen kann, das sollte ein Tourist unbedingt genießen. Die Eurocity, naja, da von außen sind das halt Gebäude, also das muss man nicht unbedingt haben. Nee, die Restaurants, die Lebensart der Belgier. Belgier lieben es selbst, gerne gut zu essen und sind auch bereit, dafür Geld auszugeben. Autos, Klamotten sind eher unwichtig und so ein Stückchen davon sollte man als Tourist gleich mitbekommen. Seit 1990, haben wir erwähnt, berichten Sie aus Brüssel. Was hat sich in all den Jahren verändert? Oh, eine Menge. Erstens, natürlich ist durch die Erweiterung das Geschäft schwieriger geworden. Das heißt nicht, dass nach meiner Meinung die Erweiterung nicht hätte gemacht werden sollen. Aber 28 Länder sind schwerer unter einen Hut zu bringen als 12, die es damals waren. Andererseits muss man immer überlegen, dass Europa auch ein Projekt war zur Stabilisierung neuer Demokratien. Die erste davon hieß übrigens Deutschland. Das soll man nicht ganz vergessen auch. Wir wären sicherlich nicht eine so stabile Demokratie geworden, wenn wir nicht dank Europas die Gelegenheit gehabt hätten, uns auch wirtschaftlich gut zu entwickeln. Was sich geändert hat, ist, dass das Europäische Parlament wirklich ein mächtiges Parlament geworden ist, dass Regierungschefs hier nicht mehr alles durchdrücken können. Es hat sich ein bisschen auch geändert zum Negativen. Also ich finde, dass so große Länder wie Deutschland und Frankreich früher eher bereit waren, auf die kleineren Partner in Europa Rücksicht zu nehmen. Und unsere Berliner sind da doch manchmal ganz schön ruppig geworden. Wenn Sie unter den Korrespondenten zusammensitzen aus den verschiedenen Ländern, wie wird da die deutsche Politik beurteilt? Bewundern die Leute Deutschland, Angela Merkel, wie sie sich durchsetzt oder schreckt das eher ab? Naja, das ist eine Mixtur. In der Tat, zwischen uns Journalisten finden oft dieselben Debatten statt wie zwischen den Politikern. Wir versuchen auch zu verstehen, warum sind die anderen anders als wir sind, inwiefern sind sie anders als wir sind. Und natürlich wird man als deutscher Kollege dann auch oft gefragt. Bewunderung weiß ich nicht. Es ist manchmal
die Sorge, dass wir das, was wir mal in der Geschichte gemacht haben mit Panzern, dass wir das jetzt mithilfe unserer Wirtschaftskraft machen könnten. Also befürchten die Kollegen sowas wie eine deutsche Dominanz? Ja, das gibt schon. Sie sagen mir schon manchmal, es kann sich nicht alles nach deutschen Gewohnheiten richten. Und damit haben Sie auch recht. Es gibt nur daneben noch ein anderes Problem. Es gibt manchmal auch richtig und falsch und es gibt gut und schlecht. Und so sehr ich finde, dass wir zum Beispiel in der Familienpolitik in Deutschland großen Murks machen im Vergleich zu unseren Nachbarländern, in der Finanz- und Wirtschaftspolitik waren wir unterm Strich einfach erfolgreicher. Das ist nicht eine Definitionsfrage, das kann man nachweisen. Ich möchte in Europa auch gerne gut regiert werden. Gut regiert zu werden ist mir viel wichtiger als die Frage von welcher politischen Richtung. Und ich hätte gerne, dass Europa sich immer am guten Beispiel ein Beispiel nimmt. Das ist etwas sehr Erstaunliches. Wir lernen von unseren Nachbarn, auch wir Deutschen, nicht gerne. Also in der Familienpolitik würden wir andere Sachen machen, zum Beispiel. Oder in der Vermittlung jugendlicher Arbeitsloser. Wir gucken nicht mal, was unsere Nachbarländer zum Teil sehr viel effizienter, billiger und erfolgreicher machen als wir. Die Energiewende gehört auch dazu. 28 Länder, 24 Amtssprachen in der Europäischen Union. Wenn Sie zusammensitzen hier abends, die Kollegen, in welcher Sprache sprechen Sie dann? Ja, das findet sich. Also natürlich sind Englisch, Französisch ganz oft dabei. Ich selbst spreche auch Niederländisch. Versuche auch Deutsch, aber also irgendeine gemeinsame Sprache kriegt man meistens hin. Also Englisch, Französisch, vor allem Englisch. Das ist inzwischen einfach die gemeinsame Sprache. Das hat sich ja auch geändert. Das war wahrscheinlich vor 20, 25 Jahren nur anders. Da war Französisch doch. Also 1990 durfte man im Pressesaal auch nur Französisch reden, was ich als üble Benachteiligung empfunden habe. Denn Europa ist nicht das Projekt der Franzosen oder Belgier, sondern das ist ein Projekt von uns allen. Jetzt haben wir dort ein Zweisprachenregime, außer bei Pressekonferenzen der Kommissare. Da kann jeder seine eigene Sprache sprechen. Ansonsten Englisch dominant. Englisch, ja, und dann manch einer spricht Französisch und da wird dann auch übersetzt zwischen beiden. Wie lebt man als Korrespondent? Wie leben Sie als Korrespondent in Brüssel? Haben Sie belgische Freunde oder sind die EU-Angestellten Journalisten eher unter sich? Ja, ich habe auch belgische Freunde. Die Belgier sind aber relativ zurückhaltend, was die Ausländer angeht. Ich gebe zu, es gibt dann Zeiten, wie zum Beispiel in der Euro-Krise, da habe ich außer meiner Wohnung und dem Studio und den Gebäuden der EU kaum noch was gesehen. Also da war ich froh, wenn ich mal irgendwo im Restaurant essen gehen konnte. Aber wir haben die Freunde, also es gibt belgische Freunde, aber natürlich hat man auch Freunde unter den Kollegen aus anderen Ländern. Ich habe auch Freunde, die überhaupt keine Journalisten sind, sondern was ganz anderes machen. Ich versuche, mit meinen beiden Füßen auf der Erde stehen zu bleiben. Und wenn man so lange wie ich in Brüssel ist, muss man was dafür tun. Also das ist, ich versuche mit möglichst vielen verschiedenen Menschen in Kontakt zu sein. Wagen Sie zum Schluss der Sendung eine Prognose, wo steht die Europäische Union in 10 Jahren? Ich glaube, sie wird noch bestehen. Ist ja schon mal was. Ich glaube auch, dass sie wahrscheinlich mehr Mitglieder haben wird als heute. Ich glaube, sie wird immer noch ein schweres Projekt sein. Aber ich finde, es muss ja auch nicht leicht sein, sondern ich finde, das ist eine Anstrengung, die es lohnt, auf sich zu nehmen. Und ich glaube, dass wir eine stärkere Unterscheidung haben werden zwischen dem, was wir sehr gut zu Hause in den Mitgliedstaaten machen können und dem, was wir notwendigerweise hier machen müssen, wenn wir in der globalisierten Welt neben so großen Mächten wie China, USA und allen anderen, die da noch kommen möchten, wenn wir da bestehen wollen. Ich glaube, dass so die aktuelle Bedrohung durch Russland, das wir gesehen haben, das muss nicht ein Partner sein, uns den Wert der Zusammenarbeit hier auch wieder bewusst gemacht. Das war der Dialog heute mit Rolf-Dieter Krause, diesmal aus Brüssel. Herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen zu Gast sein durften. Gerne.